Geek Talk, der Europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 26. Juli. Heute dabei Amazon Alexa, Huawei, VLC, Outlook.com und Tommy Jeans Explore. Ja, Neuigkeiten von Amazon. Die haben jetzt. Teile der Alexa bzw. der Technologie, dass die Alexa, die am nächsten zu einem ist, auch die Frage aufnimmt und beantwortet, in die Cloud verlagert. Die Technologie an sich ist eine Super Sache und ist auch super, wenn man Echo-Devices benutzt, denn da ist sie voll integriert. Aber mittlerweile ist die Alexa ja auch noch auf anderen Geräten und kann da genutzt werden. Und diese haben eben nicht diese Technologie eingebaut äh, bzw. Äh, genutzt. Und deswegen gab es durchaus Befehlschaos, wenn man mit seiner Alexa sprechen wollte. Und um dieses jetzt zu umgehen, wird diese Technologie in die Cloud gepackt und somit können auch alle möglichen Geräte damit arbeiten. Und wenn man dann halt, weiß nicht, fünf verschiedene Echos und Tablets und Fire-Devices hat, die in der Alexa integriert haben, dann wird immer die, die am nächsten ist, reagieren. Schöne Sache und ähm, eigentlich auch schon längst überfällig gewesen, wie ich finde. Eine nicht so schöne Sache ist jetzt passiert bei Huawei Geräten mit Android, denn die können nun nicht mehr den VLC Media Player aus dem Play Store von Google installieren. Der VLC Media Player ist ja sehr populär, das ist ja so eine eierlegende Wollmilchsau für alles, was man abspielen möchte. Und ja, das funktioniert nicht mehr auf Huawei-Geräten. Man kann sich natürlich die APK immer noch von der Seite installieren, aber eben nicht mehr direkt aus dem Play Store, was wahrscheinlich die meisten Nutzer äh, entsprechend normalerweise machen. Und warum das Ganze? Ja, VLC hat gesagt, Huawei behandelt ähm, Geräte, die im Hintergrund laufen, aufgrund von Stromsparfunktionen bei dunklen und ausgeschalteten Bildschirmen. Ähm, entsprechend anders als andere Hersteller und dann könnte man die ja die Tonspur von dem Video oder auch von der Tondatei nicht mehr hören und der VLC Player wird auch einfrieren und ja die Nutzer werden dann natürlich auch nicht zufrieden sein und solange Huawei da nichts dran tut möchte VLC sich einfach da nicht installieren lassen. Ein drastischer Schritt, wie ich finde. Man hätte ja vielleicht auch eine Warnung reinsetzen können bei Huawei-Geräten oder andere Möglichkeiten. Aber naja, mal schauen, ob Huawei da was ändert. Und wenn sie es tun, dann wird der VC-Player wohl wahrscheinlich zurück in den Google Play Store kommen für die Huawei-Kunden. Für alle anderen ist er weiterhin vernünftig erreichbar. Ja, und ich habe es ja diese Woche auch schon ein paar Mal gesagt, Sommerloch, nee. Denn wenn ich so eine News reinsetze dann sind wir wirklich tief im Sommerloch. Haltet euch fest. Outlook.com, also der Webmail-Dienst von Microsoft, der bekommt jetzt endlich den Dark Mode. Der wurde schon getestet und jetzt ist er ausgerollt und ihr könnt ihn in den Einstellungen oben über das Zahnrad-Symbol auswählen und einstellen und habt dann Dark Modus. Super Sache. Ähm, also... Spaß beiseite, ein paar Leute werden sich da bestimmt drüber freuen. Ich selber benutze auch gern Dark Modus bei diversen Apps und ja, guckt euch an, wenn ihr Outlook.com verwendet. Die beste ist die letzte Nachricht. Also die finde ich richtig gut. Tommy Hilfiger, das ist eine Modemarke, die wahrscheinlich auch den meisten bekannt ist. Die haben jetzt mit Tommy Jeans Explore, also Tommy Jeans ist die Untermarke die günstiger ist. Und ähm, ja, mit Tommy Jeans Explorer haben die jetzt eine Linie für Smart Closing Smartware rausgebracht. Klingt erstmal ganz, ja, ja ich würde sagen, interessant, aber eigentlich auch nicht. Wir hatten das ja auch schon mal, dass ähm, Google mit Levi's eine Partnerschaft gemacht hat. Und dann kann man beispielsweise mit der Jacke mit dem Ärmel bezahlen, wo ich mir sage, das will halt auch kein normaler Mensch. Aber es hat zumindest noch irgendeinen Nutzen. Und äh, Tommy Jeans Explorer hat gar keinen Nutzen. Also da ist ein äh, Bluetooth LE äh, Chip eingebaut und man kann die Klamotten, die Sweatshirts zum Beispiel mit einer iOS App verbinden. Und was kann man da machen? Man kann eigentlich nichts machen. Man kann auf einer Karte irgendwelche Tommy Hilfiger Symbole finden und man bekommt Punkte einfach nur, weil man die Kleidung trägt. Und wer die Kleidung, also das Sweatshirt beispielsweise oft trägt, der bekommt halt öfters mehr Punkte, als welche, die sich das Sweatshirt kaufen und das vielleicht nur ab und zu tragen. Also, das ist der Punkt. Also, es ist totaler Irrsinn. Eigentlich ist es ein kundenloyalty programm ähm, Also, man kann die Punkte hinterher auch gegen irgendwelche Rewards eintauschen. Also, Payback ähm, lässt grüßen. Aber, äh, ja, das, das war's dann. Und das bewerben die dann wirklich als Explorer, als Smartware. Und da packe ich mir nur an den Kopf. Ähm, ja, also so ein Sweatshirt glaube ich läuft 90 Dollar plus Steuern in Amerika. Also selbst bei der ratzfatz bei über 100 Dollar und ja dafür, dass man an dem Loyalty Programm teilnehmen kann. Muss man sich noch mal ja auch nicht auf der Zunge zergehen lassen. Muss man mir Ruhe noch mal durch den Kopf jagen, was das für ein Irrsinn ist und was das jetzt wirklich für Absurditäten in dem Bereich gibt und das ist, glaube ich, Top of the Line an Absurditäten. Guckt's euch ruhig mal an. Ähm, ich habe ja einen Link in den Show Notes zum Artikel und ähm, lacht mal drüber und habt einen guten Donnerstag. Denn das war's für heute. Nicht viel los. Ähm, morgen ist die Woche dann auch schon langsam zu Ende. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag und vielleicht hören wir uns ja morgen wieder, wenn ihr mögt. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.